Hallo und herzlich willkommen zu den allerletzten Damn News in diesem Jahr. Und ich habe tatsächlich endlich ein Kamel hier im Kamellager. Kamelgatter, so rum, nicht Kamellager. Jetzt steht das nur echt ungünstig. Ich dachte, das könnte jetzt so oben schön grasen und ich erzähle dann in der Zeit. Jetzt steht das hier. Das steckt hier tatsächlich in dem Flusslauf fest. Und da raus. Ja, Mist, ich habe das Ding jetzt nicht gesattelt. Ich kann es nicht steuern. Geh mal doch mal aus dem Flusslauf raus. Oder ich muss halt von da oben. Nee, das sieht auch doof aus. Da oben unter dem Baum solltest du stehen. Der ist schattig. Guck mal, hier prallt ja doch die Sonne komplett drauf. Ach, Mann, ey. Ja, das passt ja auch gut zum Adventskalender, um den es jetzt gehen soll. Ja! Mal wieder haben wir am letzten Thursday beim Adventskalender mitgemacht. Diesmal gab es nicht so große Überraschung wie letztes Mal mit dem Netherstern, mit den Kamelen. Ah ja, woher kommt das Kamel jetzt eigentlich? Ein verfrühtes Königsgeschenk. Weihnachtsgeschenk des Königs. Ja, hat mir der König hier reingestellt. Und jetzt steckt es im Flusslauf fest. Geh da raus. Wasch dir. Ja, geh nicht wieder rein. Geh raus da. Wasch dir nicht die Füße so viel. Ist ein Kamel. Da darf ruhig Sand an den Füßen kleben. Ja, mit dir rede ich. So war das jetzt nicht gemeint. Mist. Ja, hier muss noch ein. Gut, dann setze ich mich halt oben drauf. Mal schauen, was mich hinbringt. Jetzt habe ich das raus. Ja, das war ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk vom König, dieses Kamel. Und das Kamel, ja, das schaut sich hier jetzt mal die Gegend an. Toll. Wo war ich? Adventskalender, genau. Der Adventskalender ging weiter. Diesmal gab es keine großen Überraschungen wie beim letzten Mal mit den Kamelen und den Nethersternen. Und, ja. Deswegen, ich blende ja. Ja, ruh dich aus. Ich blende ja mal kurz ein, was wir bekommen haben. Jetzt hat irgendwas gehakt. Ja, da ist gerade was gekommen. Ja. Was war das? Yay, ich habe 2 Sea-Pickle und eine Purpur-Stair bekommen. Yay! Eine Purpur, ja. Ja. Wow. Das geht aber richtig viel auf einmal. Das ist ja auch die zweite Seite. Wobei das ein bisschen zu viel Seite? Ist. Was zur Hölle? Das war ja. Hast du dann, überhaupt einen Stopp reingebaut, oder? Ja, also ich habe bekommen 8 Kanonenbeton, 3 entrindeten Akazienstamm, 4 Diamantblöcke, 4 hohes Gras. Und 5 blauen Beton. Okay. 8 Akazien Trapdoors, 6 Yellow Concrete Powder, 2 Blade Pottery Shard und 4 Chiseled Polished Blackstone. Karmesin-Hängeschilder. Und getrockneten Seetangblock und violette Wolle. Hatte ich das vor? Nee, da hatte ich das vor. Und rosa Trockenbeton hatte ich vorher auch nicht im Inventar. Also getrockneter Seetang, violette Wolle, rosa Trockenbeton und Karmesin-Hängeschilder. Sind das irgendwelche Eier? Wilder Mix, der gerade runterfällt. So, ich habe bekommen 7 Kaktus, 6 Pigspawn-Eggs. Och. 3 Purpur Pillar, 2 Dead Horn Coral Blocks und 3 Magma Blöcke. Ja, da fallen Sachen runter. Ja, es regnet. Was Grünes, was Rotes. Einmal sehr viele Emeralds. Ich habe Schalkerschalen, Smaragde und Feuerkorallenfächer bekommen. Die kann man immer mal benutzen, die Feuerkorallenfächer. Okay. Abgesehen von Alzarin waren mal wieder alle da. Ja, und Alzarin, keine Ahnung, was der im Adventskalender hat. Vielleicht waren da jetzt der krasse Scheiß drin. Kurz zu Hogwarts Mystery. Ich habe mir jetzt wirklich angewöhnt, donnerstags nach dem Thursday kommt hier mal ein neues Update. Und dann kann ich das spielen und dann spiele ich meistens so Freitag, Samstag, Sonntag, nehme auf, ich habe hier im Moment wieder genug vorproduziert. Und ab Montag spiele ich dann gar nicht mehr, sondern sammle Energiepunkte für den Fall, dass am Donnerstag dann wieder ein zeitlich begrenztes Nebenevent kommt. Und dann ist immer schön, einen Puffer zu haben. Ja, und tatsächlich, jetzt nach dem vergangenen Thursday kam ein Trailer von der Weihnachtsquest mit den Weasleys, wo zum ersten Mal auch Ginny auftauchen soll.
aber kein. Wie heißt das Ding? Kein Update. Also, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht im Event. Vielleicht kommt's dann nächste Woche. Ich hab dann aber beschlossen, trotzdem, ich könnte ja jetzt in der Hauptstory weitermachen, aber nee, ich hab beschlossen, weiter zu warten und Energiepunkte zu sammeln. Nicht, dass das dann plötzlich aufploppt, so nach dem Motto, ja, wegen Weihnachten machen wir es mal an dem anderen Wochentag. Ich hab einfach mal gewartet und dann werde ich sammle ich weiter Energiepunkte. Ja, ich habe ja genug vorproduziert. Aber heute Morgen kam dann tatsächlich ein Update. Das Weihnachts-Update. Aber sonst ist nichts passiert. Also ich habe jetzt noch keine Neuerung dadurch erfahren. Obwohl es jetzt angeblich einen Adventskalender auch bei Hofgrass Mystery gibt, aber der ist wohl noch verbuggt. Da habe ich in den Social-Media-Kanälen gesehen. Die beschweren sich alle drüber, dass da nichts passiert. Mann, du musst dich aber oft ausruhen. Ja. Ja, so viel zu Hogwarts Mystery. Dann, achso, da muss ich mal kurz gucken. Ich habe tatsächlich, auf meine letzte Folge Asgard Resurrection ein Kommentar bekommen von Grasjan08. Ja, die letzte Folge Asgard Resurrection Nummer 350 hatte nämlich keinen Ton. Und er hat geschrieben, Bro hat wirklich einen ganzen Part ohne Ton hochgeladen. Ja, das liegt daran, ich habe ja das neue Mikro jetzt seit Oktober und das Problem bei diesem neuen Mikro ist, irgendwie, wenn ich nachvertone, nimmt das über den falschen Kanal auf und es ist mir jetzt schon zum zweiten Mal passiert, dass ich eine wirklich gute Folge gemacht habe, meiner Ansicht nach, und dann kommt hinterher, will ich die Folge abschließen und sehe, der ganze Ton ist nicht gespeichert. Und dann hat man einfach überhaupt keine Motivation, den ganzen Shot nochmal zu spielen. Vor allem, weil wenn es beim ersten Mal gut war, ist es beim zweiten Mal nicht nochmal genauso gut. Und deswegen habe ich bei den beiden Folgen, zuletzt Folge 350, halt gesagt, okay, dann werden die halt ohne Ton hochgeladen. Ich hätte auch nicht gedacht, Grasjan08, dass jemand anderes als die Askalonia selbst die Folgen gucken. Ich war jetzt überrascht, dass da jemand kommentiert hat. Ja, also, Grasjan08, ich bin jetzt allerdings auch komplett wieder auf das alte Headset umgestiegen. Das heißt, es sollte hoffentlich nicht wieder vorkommen. Weil ich habe irgendwie keine Verbesserung durch das neue Headset wahrgenommen. Wo willst du denn jetzt hin? Jaja. Dann, als nächstes. Das war's schon, oder? Ich glaube, das war's schon. Dann, letztes Mal in diesem Jahr, last time in dieses Jahr, ich mache Aufkleber auf, vielleicht ist ja was Tolles drin. This year, to save me from tears, sind hoffentlich nicht so viele Doppelte da drin. Ja, ich schau mal. Ach, jetzt habe ich One Piece als erstes aufgemacht, das ist egal. Ja, man merkt schon, es ist ja jetzt wirklich die letzten Dämpchen in diesem Jahr, da ist man ja ein bisschen aufgeregt. Also als erstes habe ich ein Bild von, oh nein, Ruffy mit der Vifrika, da sehe ich den nicht schon. Nummer 30, der kommt mir bekannt vor, der kommt mir sehr bekannt vor, ja, den habe ich schon, geht ja gut los. Nummer 16, da sehe ich Ruffy gefesselt vor Boa Hancock und ihren Schwestern. Oh, da waren sie noch keine Freunde am Anfang. Das Bild kommt mir unbekannt vor, das hatte ich noch nicht. Tatsächlich, das ist der ganze Arc einmal zu Lily. Ruffy versucht vor den Frauen der Insel zu fliehen, die ihn töten wollen. In der Zwischenzeit bekommt Boa Hancock Besuch von einem Vizeadmiral. Er fordert sie auf, zum Marinehauptquartier zu kommen, um dort gegen Whitebeard zu kämpfen. Die Kaiserin lehnt ab. Der Vizeadmiral gibt ihr 2 Tage, um ihre Meinung zu ändern. Andernfalls verliert sie ihren Titel als Samurai der Meere und Amazon Lily wird zur Piratennation erklärt. Ja, dann geht's weiter mit 28. Oh, da sehe ich Ruffy, der mit Boa Hancock redet und sie hat obenrum nicht gerade sehr viel Kleidung. 28, ja. Nach einem Festmahl erfährt Ruffy, dass sein Bruder von der Marine festgenommen wurde und in Kürze hingerichtet werden soll. Doch Ruffy hat einen Plan. Er will die Kaiserin bitten, auf das Angebot der Marine einzugehen, damit er mit einem Schiff nach Impel Dawn gelangen kann. Dort möchte er seinem Bruder zur Hilfe eilen. Als er bei Hancock eintritt, leidet sie an einer mysteriösen Krankheit. Weiter geht's mit 122, ein Bild von Trafalgar Law. Damals hatten sie ja noch gar nicht die Allianz mit Trafalgar Law, die sie ja später so lange hatten. Ja, 122.
Der geschwächte Whitebeard tritt Blackbeard gegenüber. Der Kaiser, aufrecht und stolz, schreit mit letzter Kraft, dass One Piece existiert. So geht das Leben von Edward Newgate zu Ende. Drimble flüchtet mit Ruffy unter seinem Arm. Da zeigt Blackbeard, wie mächtig er ist. Er hebt die Wirkung der Erdbebenfrucht von Whitebeard auf. In der Zwischenzeit greift Akaino Jinbei an, doch dabei durchdringt seine Faust Jinbeis Rücken und berührt Ruffy. Plötzlich ist Trafalgar, die Waterlord, da, um Ruffy zu retten. Jinbei und Ruffy schaffen es, das U-Boot zu erreichen. Der erschöpfte Kobi will, dass der Krieg aufhört. Und da fängt es an zu regnen. Warte mal kurz. Deine Faust durchdringt Jinbeis Rücken? Das ist so ein Fehler hier. Aber wir hier sehen echt viele Fehler in diesem... Das können wir ja gar nicht. Das ist auch offiziell das Stickeralbum von Panini. Ah, oh, wie süß. Nummer 140. Kleiner Ruffy mit seinem Opa Garb. Ja, was steht denn dazu hier? Da will er auch nicht weiterlaufen bei dem Regen. Nö, kann ich nachvollziehen. 140. Oh, ist also wieder Ruffys Jung. Die hatten wir ja schon oft. Ja gut, immerhin nur ein Doppelter. Das ist schon mal ganz in Ordnung, würde ich sagen. Mal schauen, wie der Ertrag dann bei den magischen Kreaturen ist, weil da habe ich ja jetzt doch schon eine ganze Menge schon drinne. Los geht es mit... komm raus, ach, ich muss ja mal die Verpackung wegschmeißen. So, los geht es mit 56 A und B. Da sehe ich im Bautruck, der Bautruckle auf einem Bild mit Jacob zusammen. Was habe ich gesagt? 56? 56, komm, die habe ich noch nicht, bitte, die habe ich noch nicht. Die habe ich bitte noch nicht. 56? Nee, die habe ich tatsächlich noch nicht. Super, Glück hatte. Dann 99 ABCD. Da sehe ich einmal einen Fupa, einen Bartruckle, einen Phönix und. Wie ist das noch? Ein Okami. Ja, die kommen mir auch unbekannt vor. 99 ABCD. Habe ich auch noch nicht, glaube ich, oder? Bitte, 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 bitte. Die habe ich auch noch nicht. Da stehen Auflösungen von irgendeiner. Auf der Seite stehen Auflösungen. Ich habe gar keine Rätsel gesehen. Oder ist dieses, wusstest du das? Es soll das Rätsel sein. Denn hier, das Wetter inzwischen. Ich habe das Gefühl, ich muss mal schlafen gehen. Wartest du hier, Kamel? Denn hier das nächste Bett. Habt ihr hier ein Bett? Wobei, die brauchen sie wahrscheinlich selbst. Nee, die brauchen sie selbst. Oh, wenn hier jetzt das nächste Bett. Muss ich hier zum... Naja, dann schau ich mir schon mal das nächste Bild. Aragog in der Großaufnahme. Wer will den Aragog in der Großaufnahme? Ah, die habe ich definitiv auch noch nicht. Nee. Ich werde dann mal. Das ist Aufkleber Nummer 10. Schaue ich gleich nach. Ich will hier nur gerade ganz kurz mal ins Bettele gehen. So, einmal hier hoch. So, 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 da. Okay, dann kann ich einmal kurz gucken. Aragog in der Großaufnahme Nummer 10. Aragog, der König aller achtbeinigen Kreaturen, war früher Hagrids Haustier. Jetzt lebt er in der Nähe von Hogwarts im verbotenen Wald. Akromantulas brüten zehntausende Babyspinnen aus, produzieren tödliches Gift, ernähren sich von Menschenfleisch und ihre Beine können bis zu 4,5 Meter lang werden. Ihre überraschendste Eigenschaft ist, dass sie die menschliche Sprache beherrschen. Das ist doch auch ein Fehler. Aragog kann das alle anderen doch nicht so richtig, oder? Was sicher nützlich ist, um ihre Opfer zu ködern und zu foltern. Panini, ey. Konnten die anderen reden? Nee, oder? So, wie das Kamel ist jetzt weggelaufen. Ja, ich schau schon mal. Ah, das nächste ist ein Foto von Crop. Nummer 46, den hatte ich auch noch nicht. Also, da hatte ich halt jetzt echt Glück zum Ende nochmal. Ich muss jetzt echt, das Glück, dass es hier nicht in Pech umwandelt, wenn das Kamel weggelaufen ist. Das ist wahrscheinlich mit Turbo Speed jetzt über den Ozean. Ah, ich sehe es noch. Ist nicht mit Turbo Speed über den Ozean, zum Strandhaus. Nein! Mist! Ah! Entschuldigung! Ach ja, richtig, jetzt ist Merry Christmas. Sorry! Das war ein Fehler. Das war nicht sorry. Auch wenn das der König sieht, krieg ich Ärger. So, Crop habe ich gesagt. 46. 46 ist dann die letzte. 46, aber Crop hatte ich auch noch nicht, oder? Nee. Riesen können bis zu 8 Meter groß werden. Sie sind gewalttätig und es ist schwer, sie abzurichten. Da Zaubersprüche gegen sie nicht viel ausrichten. Nicht alle Riesen sind bösartig. Hagrids Halbbruder Crob ist nett zu Harry und seinen Freunden, schützt sie den Tauern des verbotenen Waldes und erteilt der vierten Professor Umbridge eine Lektion. Ja, hätte ich halt echt Glück mit den Aufklebern. Ja, und jetzt,
Es ist so sonnig. Passt jetzt nicht. Können wir mal da rüber gehen in den Schnee? Nee, das kann man, lässt sich nicht lenken. Dann gucke ich halt da zum Schnee rüber. So, da ist Schnee. Ja, das war die letzte Folge, denn nächste Woche ist Weihnachten und an Weihnachten kommt keine neue Folge. Denn an Weihnachten verbringst du gefälligst Zeit mit deiner Familie und nicht mit YouTube. Deswegen, erstmal noch danke. Vor allem an die Ascalonia, an Kano für das Administrieren, für das Erstellen des Adventskalenders. Er ist gerade krank, gute Besserung an dieser Stelle. Werd gesund bis Weihnachten und vor allem bis Silvester, weil da will er hierher kommen zu feiern. Wir wollen Silvester in der Ascalon-Gruppe feiern. Danke an Chrissy, dass sie neu dabei ist, weil sie so viel Neues auf dem Server bringt, dass ihr Beitritt hat dem Server so viel neues Leben eingehaucht. Danke an Gracia08 für den Kommentar. Danke an König Tobi, denn er ist der König, bei dem muss man sich immer bedanken. Vor allem für dieses formschöne Kamel. Das, wo willst du denn jetzt hin? Wo reitet es hin? Ich weiß es nicht. Man muss einfach Danke sagen am Ende eines Jahres. Wo kann ich denn noch Danke sagen? Ach ja, danke an Quinn und Karagesh, die meine Hogwarts Mystery-Folgen so toll guckt. Du auf Facebook leider nicht mehr. Aber der hat mir jetzt die ganze Zeit geschrieben. Ich fahr gleich nochmal zu ihm hin. Und dann endet dieses Jahr diese Folge jetzt auch. Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest, genießt es mit der Familie, nicht mit YouTube. Einen guten Übergang in das Jahr 2024, das hoffentlich keine neue Pandemie hat, nicht schon wieder einen neuen Kriegsausbruch, vielleicht mal ein paar Kriegsenden. Das wäre doch mal ganz schön für das neue Jahr 2024. Und ich sage daher jetzt an dieser Stelle, Arrivederci, over and out.